Sie hat viele Namen: Kerbel, Wurz, Erdkastanie, Knollenkobel oder auch Kerbelknolle. Und sie gilt heute eher als Gourmetgemüse. Wir haben die Kerbelknolle und andere historische Gemüsesorten auf der Karte des Restaurants Merkelbach gefunden in einem Landhaus in Amsterdam. Für eure Max à la carte lassen wir uns gleich vom Chefkoch damit ein besonderes Rezept verraten. Amsterdam, die niederländische Metropole. Radfahrer und kleine Kanäle, sogenannte Grachten, sind typisch für das Stadtbild. Nahe der Altstadt, in einer Parkanlage, liegt das Restaurant Merkelbach, in einem barocken Landhaus. Chefkoch Geert Boerema serviert hier traditionelle niederländische Küche. Die Zutaten kauft er frisch beim Biobauern im Umland. In der kalten Saison vor allem heimisches Wurzelgemüse wie Pastinaken, Kerbelknollen oder ganz spezielle Wintersalate. Je weniger das Gemüse unterwegs ist, desto besser. Ich glaube nicht, dass Reisen dem Gemüse gut tut. Es sollte so frisch wie möglich auf den Teller kommen. Und warum sollte ich Zutaten aus dem Ausland benutzen, wenn wir selbst sehr gute Produkte haben? Kulinarisches Konzept in Merkelbach, historische Zutaten und Gerichte. Geert Boerema hat neben bekannten europäischen Gemüsesorten noch eine Rarität gekauft. Aromatisch und süß, die Kerbelknolle. Eine Delikatesse wie Postelein, ein typisches Wintergemüse. Dazu rote Beete und Schweinekoteletts. Postelein schmeckt ähnlich wie junger Spinat. Er kommt in ein Püree aus gekochten Kartoffeln und Pastinaken. Ein großer Löffel Butter dazu und den grob geschnittenen Postelein vorsichtig unterheben. Das Wintergemüse kommt ursprünglich aus Nordamerika und wird in Europa zunehmend beliebter. Es ist leicht säuerlich, schmeckt als Salat oder kurz gegart. Nach dem Würzen wird das Püree noch einmal erhitzt. Erst danach kommen die Kerbelknollen dazu. In Scheiben geschnitten und in Butter angeschmort werden sie nur untergehoben. Die Knollen werden nicht zerstampft, damit das Püree noch ein bisschen mehr Biss bekommt. Denn sonst wäre es sehr weich. Ich mag es, wenn man die verschiedenen Strukturen im Mund spürt. So bekommt man bei jedem Bissen einen anderen Geschmack, nicht nur einen. Die Schweinekoteletts werden kurz in Butter angebraten und anschließend mit ungemahlenem Senf bestrichen. Rote Beete und Zwiebeln in Butter garen. Das Fleisch wandert noch einmal bei 180 Grad Celsius in den Ofen. Das Restaurant Merkelbach liegt im Haus Frankendahl, einem Landhaus aus dem 17. Jahrhundert. Heute werden die Räume für Seminare und Ausstellungen genutzt. Gespeist wird im ehemaligen Kutschenhaus im Seitenflügel. Es wurde im Originalzustand belassen. Wir schätzen die Atmosphäre hier in dem alten Kutschenhaus. Sie entspricht unserem Streben nach Authentizität. Wie in der Küche mit den Rezepten und den Zutaten, die wir verwenden. Und genauso authentisch soll eben das ganze Haus mit all seinen Geschichten wirken. In der Küche ist es Zeit zum Anrichten. Fertig ist ein perfektes Wintergericht mit saisonalen Zutaten aus der Region. Ich mag die verschiedenen Aromen und Geschmäcker. Die Süße der Rüben, das Kartoffelpüree und dann der Senf mit dem Schwein. Es sind wirklich verschiedene Aromen, aber nicht zu viele, denn ich will es nicht zu kompliziert. Schweinekoteletts mit Senfkruste an Pastinaken-Kartoffelpüree mit Kerbelknollen und Winterpostelein. Dazu bunte Rüben. Das schmeckt auch den Gästen im Merkelbach.